Hallöchen, Leute. Es geht um meine NES, speziell um den Komposit-Videoausgang. Ich möchte gucken, warum der so bescheiden schön ist und ob ich das vielleicht besser hinkriege. Ich kriege es leider nicht umgebaut auf Komposit, auf S-Video oder RGB. Dazu bräuchte ich eine extra Platine mit FPGA oder irgendwas drauf, keine Ahnung. Großen Mikrocontroller, der das übernimmt, der hier die digitalen Daten abgreift und daraus das Videosignal macht. Da hier ein Custom Chip drauf ist von Nintendo, glaube ich, oder in anderen Motorola oder keine Ahnung was, wo das Videosignal direkt rauskommt aus den digitalen Daten. Da gibt es kein RGB, nix, und da brauche ich extra eine Platine zu und die kostet so rund 120 €. Und das Geld stecke ich nicht in diese Kiste rein. Das mache ich nicht. Also werde ich sie jetzt auseinandernehmen und schon mal alles abbauen, was alles im Weg ist. Ich habe schon mal reingeguckt, so vorab, und habe schon mal geguckt, wie das Signal ist. Ich habe auch schon Schaltpläne rausgesucht gehabt, aber damit kann man nicht wirklich viel anfangen. Ich erkläre euch gleich, was da los ist, was ich da genau meine. Aber ich mache sie jetzt erstmal auseinander und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich sie auseinander. Hier liegt das gute Stück. Hier ist der Cartridge-Slot-Gedönse. Den könnte ich theoretisch mal abnehmen. Ich gucke mir den mal an. Ja, es geht. Ich habe ja keine Probleme mit den Spielen. Die funktionieren alle. So, dann drehe ich mal um. Ihr seht schon, ich habe hier schon abgenommen. Und der Chip ist das hier, wo das Signal rauskommt. Und zwar an Pin 21. Da steht nur RAP 2C07. Das ist ein Custom Chip von Nintendo. Und ich versuche mal drauf zu zoomen. Vielleicht kriegen wir das hin. Ich versuche das mal so euch zu zeigen. Das Videosignal kommt hier raus. Aus dem Pin geht dahin. Geht unten weiter. Und geht hier auf dieses kleine Teil. Das ist ein Transistor. Jetzt habe ich aber noch nicht geguckt, welche Art Transistor das ist. Hier drauf. Kann ich nicht viel mit anfangen. Ich meine, das war ein S2 SC 2077 oder sowas, keine Ahnung. Müsste ich noch mal gucken. Und von da aus geht das hier mit dem Transistor. Ich glaube, das ist der Plus und das geht dann hier irgendwo in die Kiste rein. Achso, hier in die Kiste. Jetzt habe ich hier geguckt, und weil ja hier auch RF drauf ist, also Radiofrequenz, sprich TV. Das ist der Videoanschluss. Da gehen zwei Dinger rüber. Das sind zwei, ja, ich will nicht sagen Brücken, aber anscheinend ist das hier eine Brücke und das hier ein Widerstand. Und dann geht das in dieses sechsbeinige IC-Gedöns, was auch immer das ist. Und das Videosignal müsste von dem Pin hier unten längs gehen, hier irgendwo hin, über einen Kondensator und dann auf den Pin. Und ich will jetzt erstmal die ganze Kiste ablöten. Achso, die Kiste ablöten. Ich mache mal wieder kleiner. Also,
Ich will jetzt die Kiste hier ablöten, also da ablöten, das alles ablöten, dass ich die einmal abkriege und den Deckel hier oben raus. Eventuell messe ich mir nochmal den Elko aus. Das ist ein 5-Volt-Regler. Ich betreibe das Ding mit 9 Volt DC. DC ist, glaube ich, für AC. Eventuell kann man das auch mal später. Vielleicht mache ich das mal später über USB. Über einen USB-Anschluss betreiben. Und zwar USB-C, da müsste ich ein Triggerboard holen, was dauerhaft den USB-C auf 9 Volt stellt. Und dann ein Schaltregler-IC, was auf 5 Volt runtergeht, damit ich hier immer 5 Volt drin habe. Weil mit diesen großen Netzteilen, das ist einfach nichts Ganzes und nichts Halbes. Gut, wäre nicht mehr original, aber besser als wenn ich hier mit diesen Hohlsteckern und was auch immer versuche da reinzugehen. Der macht ganz schön viel Abwärme. Und da wäre USB, glaube ich, nachher schon was Besseres. Ich werde es nicht auf RGB oder S-Video umbauen. Ich werde gucken, dass ich das Kompositsignal so gut es geht da rauskriege. Aber bevor ich das ablöte, siehst du, wollte ich noch machen. Wollte ich einmal testen. Das Signal, wie das hier aussieht, wie das nach dem Transistor aussieht und wie das hier hinten aussieht. Und zwar mit einem Oszilloskop. Ich bereite das mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich gehe mal auf das Oszilloskop so ein bisschen. Ich gehe jetzt mal vor dem Transistor, also direkt aus dem Ausgang IC. Ich bin bei 1 Volt DC. Was sagt er hier? Vmax 2 Volt ungefähr. Voltage Average 0,7 Volt. Volt Peak to Peak. Irgendwo was bei 2 Volt. Jetzt gehe ich mal an den Transistor. Ach, das ist der Ausgang. Da ist er schon ein bisschen mehr. Was sagt er da? Knapp 2 Volt. Und da ein bisschen mehr. Und das hier weiß ich nicht. Da schon ein bisschen mehr. So, jetzt müsste ich das hier mal umdrehen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Dies an. Ja, wilde Konstruktion. Ich habe ein Bild auf dem Monitor. Also das ist da. Jetzt muss ich das ganze Ding mal umdrehen. Einmal das Oszilloskop. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Also das ist Pin 21. Da kommt das Signal so raus. Und Volt Peak to Peak. Es kommt ein bisschen mehr raus. Ja, kommt es ein bisschen weniger raus. So, dann hatte ich gesagt, da kommt schon fast 3 Volt raus. Das ist die untere Linie. Geh mal auf AC. Okay. Okay. Da liegen 3 Volt an, 3, 4 Volt. Aha.
Da kommt das Videosignal. Das müsste das Videosignal sein. Müsste Audio sein. Das ist Versorgung. Sechs noch was. Sechs noch was. Also das ist das Videosignal, der Pin. Der geht hier drauf. Da müsste noch ein Transistor zwischen sein. Ein Buffer, Buffer oder wie auch immer das heißt. Dann, wie auch immer, also ich löte das Ding jetzt ab. Ich gucke da mal rein. Da soll noch irgendwie ein Elko zwischen sein. Ich schaue es mir mal an. Und vielleicht ist da auch was gealtert. Ich habe schon mal geguckt, von den Transistoren her könnte ich auch BC547 reinsetzen. Da ist aber die Eingangskapazität doppelt, fast dreifach so hoch als die Transistoren, die im Schaltplan angegeben waren. Die Schaltpläne sind aber von irgendwelchen Usern erstellt worden. Ja, was soll man da sagen? Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Gut. Also ich löte jetzt erstmal den RF-Kasten ab und schaue mir das dann mal an. So, da muss ich erstmal aufpassen hier mit meiner Kabellage. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das soweit abhab, den Deckel abhab und wieder weiter reingucken kann. Bis nachher gleich. Nun habe ich das Ding offen und kann schon mal sagen, da ist ein Widerstand und eine Diode zwischen. Und zwar da unten drinne eine Diode und ein Widerstand. So, und das geht hier hin. Das ist jetzt, müsste die Diode sein. Und das ist der Widerstand. Oder? Ja. Nee. Das ist die Diode mit der Kathode dahin. Ich meine, das war mit Plus. Das ist der Widerstand. Und der Widerstand geht dahin. Und ich glaube, das ist mit dem da verbunden, mit der Brücke. Also, hoffe, ihr seht das jetzt auch. Da, das und das ist verbunden. Jetzt nehme ich mal das Multimeter. Das Multimeter da. Das will ich jetzt mal auspiepen. Ich will ja mal durchpiepen hier. So. Das piept nicht. Was ist dieses kleine Teil? Ist das jetzt noch ein Transistor oder was? Die zwei Beinchen gehen an Plus. Das geht da raus. Ist das ein Transistor? Nee, das ist. Da ist ein Transistor. Das ist ein Transistor hier. Da geht das in Anführungsstrichen Videosignal rein. Und da kam es doch wieder raus, oder? Bin ich jetzt doof? Da steht jetzt IQ noch was.
Muss mal gucken, was steht hier drauf. G1740. Jetzt gehe ich noch mal gucken. Fotodiode? Nee. Das passt ja nicht. Moment. Achso, C. C1740. C wie Cäsar. NPN ST2C. Emitter, Kollektor, Basis. 1 ist Emitter. Das ist Emitter. Das ist der Emitter. Könnt ihr das sehen? Emitter, Kollektor, Basis. Basis, Kollektor. Emitter müsste ja dann auf Masse liegen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich muss da selber mal gucken. Kollektor, weiß ich nicht. Das geht hier über Widerstände. Was ist da noch zwischen? Da ist noch ein Elko. Da ist noch so ein winziger Elko drinne. Seht ihr den? Ich hoffe, ihr seht den. Jetzt habe ich den Transistortester. Ah, Mist. Oder den Komponententester habe ich jetzt wo, was weiß ich wo. Da ist noch ein zweiter Transistor. Da ist noch eine Spule zwischen. Und da ist ein Elko zwischen. Da ist noch ein Transistor. Und dann ist da noch eine Spule. So, jetzt suchen wir nochmal den Schaltplan raus. Dann kann ich das eher verfolgen. Das Blöde ist, wenn ich das jetzt wieder einbaue, komme ich da nicht mehr ran. Okay. Also ich löte mal den Elko aus. Ich versuche den nachzumessen. Ich sage euch dann, was ist, ob ich den dann getauscht habe oder nicht. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Das Video wird ein bisschen länger hier, ich sehe das schon. Okay, macht nichts, ist halt so. Bis gleich. So, Hallöchen. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe es erstmal provisorisch angelötet. Das Kompositvideo, das sieht einfach nicht wirklich gut aus. Kann ich so sagen. Das ist nicht gut. Ich habe aber hier, ja, das ist noch an. Irgendwie habe ich gerade mit dem Kabel nicht klar. Die ist noch an. Videosignal ist noch drauf. Ich habe hier aber was weggelötet. Und zwar ist das ein Widerstand, der hier rüber geht zu dem RF-Mod. Den habe ich totgelegt, weil der kriegt direkt 13 Volt. Sprich von dem AC, was nachher gleichgerichtet wird und nur einmal gefiltert. Ja, das habe ich totgelegt. Also RF geht jetzt gar nicht mehr. Video, habe ich ja gesagt, kommt hier raus, geht hier über den Transistor und dann da irgendwo hin. Die Elkos sind soweit okay, habe ich getestet. Ich habe sie jetzt nicht getauscht. Also die Werte waren okay. Jetzt will ich aber mal was probieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so hinkriege. Und zwar will ich da sollte ich nicht dran. Und zwar wollte ich ja gucken, kriegen wir das so hin? Da habe ich ein Videosignal. So. Gucken, ob ich da auch ein Videosignal kriege. Ja, kriege ich, aber das ist nicht getimed.
Da sieht es genauso aus. Da nicht. Da ist so duster. Okay. Eine Störung, ein Störsignal drauf. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das sieht nicht hübsch aus. Das ist jetzt Stück heller. Jetzt gehe ich da noch mal hin. Ein bisschen dunkler, ja. Und da stimmt das Timing nicht. Und hier, das ist so duster. Passt aber das Timing, ja. Also ich kann es nicht besser machen. Nee, also ich kriege kein besseres Signal da raus. Also ich kann es nicht ändern. Jetzt habe ich gar kein Signal mehr. Und noch mal an. Da, jetzt habe ich wieder Signal. Es ist blöd. Oder liegt das schon an dem einen IC hier? Beziehungsweise an den einen Kondensator. Das ging ja. Transistor, nicht Kondensator. Transistor. Das Signal geht ja hier durch. Über den Filter, über diesen Widerstand. Auf Masse plus keine Ahnung was. Aber den kann ich nicht wegnehmen, den brauche ich. Hier rum, unter den Kondensator durch auf den Transistor. Es ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt das Signal direkt aus dem IC nehme, ohne da jetzt einen kurzen zu machen, ich möchte da keinen kurzen machen. Die zwei müssen abgedeckt sein. Das ist genau das und da. No Signal. Jetzt sagt er, erzählt er irgendwas, aber ah. Hat ja was, aber ist so, als wenn das Gamma zu hoch wäre. Aber das Signal sieht genauso aus. Siehst du, das ist auch ein komisches Raster drauf. Okay. Das liegt dann eher an dem IC als an dem Signal hier hinten. Gut, also bringt das nichts, baue ich die ganze Kiste wieder zusammen.
Elkos brauche ich nicht tauschen. Ich überlege mir da mal, wie ich das mit USB gelöst kriege, weil das hier, es sagt 1,3 Ampere, aber mehr als 400-500 mAh habe ich sie nicht ziehen sehen. Kommt wahrscheinlich noch aufs Spiel drauf an. Aber USB kann ja auch so 2 Ampere. Gucke ich mal, ob ich USB-C nehme oder USB, normal USB. Muss ich mal schauen. Jetzt werde ich das hier erstmal wieder komplett löten. Und dann baue ich die ganze Kiste wieder zusammen. Ja, gut. Ich dachte, dass das eventuell hier an irgendeinem Bauteil baut. Hier irgendwo an irgendeinem Bauteil liegt, dass das Signal irgendwie ein bisschen verfälscht. Aber wenn das schon, ja, auch wenn der Gamma ein bisschen zu hoch ist, aber direkt aus dem IC schon dieses Raster mit drauf ist. Entweder liegt es an meinem Konverter oder es liegt am Kabel oder es liegt direkt an der hier. Ich habe bloß kein anderes Kabel, beziehungsweise ich habe ein anderes Kabel schon probiert, da war es genauso. RF habe ich ja totgelegt. Brauche ich sowieso nicht, will ich auch nicht benutzen. Das ist ja noch schlimmer als Komposit. Naja, gut. Dann ist das so, dann kann man da nichts machen. Dann löten wir das da jetzt nur noch fertig. So. Ist das auch wieder angelötet? Da baue ich das zusammen und dann ist gut. Dann, wenn ich mal wieder einen Livestream mache, ohne Gequaggel, aber nur wo ich spiele, dann ist das eben mit dem Videosignal so. Das gefällt mir zwar nicht, aber was soll ich machen? Was nicht besser geht, geht nicht besser. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.